Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ich bin mit dem Oscar ziemlich weit gefahren, nämlich nach Hannover. Und wir sind hier auf dem Sexy Cars Community Treffen in der Hannover Messe. Hier stehen lauter wahnsinnig schöne und vor allem wahnsinnig leise Autos rum. Es sind knapp 1000, das ist ein neuer Weltrekord, das größte E-Auto-Treffen der Welt hier. Da vorne auf der Bühne ist gerade eine Veranstaltung, ich habe gerade auch eine moderiert. Und ich dachte, ich habe euch ein paar Eindrücke von dieser Messe, von dieser Tagung mitgebracht und vor allem ein paar der Top-Protagonisten interviewt und gefragt. Zum Beispiel die provokante Frage, sollte man eigentlich Verbrenner verbieten? Gehen wir mal rein. Und hier ist der Timo Schad, Herausgeber des T&E-Magazins, richtig? Das sagen so viele falsch. Und hier ist der Timo Schad, der Verleger des T&E-Magazins. Ihr seht daran, dass ich ein bisschen verkalkt schon bin, weil das hast du mir schon mal erzählt, glaube ich. Ja, das ist so ein Running Gag zwischen uns. Und du bist auch nicht der Veranstalter dieses Sexy Cars Community Treffens? Doch, das bin ich schon. Ach, bist du doch? Ja, das ist zufällig der Fall. Ja, Mensch. Hast ein Riesending hier auf die Beine gestellt? Hast du schon Zahlen? Weißt du schon was? Ich habe andeutungsweise Zahlen. Es geht ja nicht hier primär um irgendwelche Rekorde, sondern es geht darum, dass es den Leuten gefällt. Ich bezahle gerade Schulden, weil ich habe vor 2 Jahren 600 Tickets verkauft an Leute, die zum M3T gekommen wären, und bin heilfroh, dass ich jetzt nach 2 Jahren Pandemie das endlich machen kann, diese Schulden zu bezahlen. Und zwischenzeitlich wurden noch ein paar Tickets mehr verkauft. Der aktuelle Weltrekord liegt irgendwo zwischen 600 und 700. Also das war jetzt in dem Sinne nicht wirklich eine Challenge. Die Hauptsache, die Stimmung stimmt und das Programm läuft. Und ich bin für meine Verhältnisse echt entspannt. Also es gefällt mir. Aber wie es so aussieht, werde ich Mitteilnehmer eines neuen Weltrekords gewesen sein? Auf alle Fälle. Da vorne steht ein Käfer. Und Käfer, müsst ihr wissen, war mein erstes Auto. Ich hatte es nicht sehr lange. Er war so alt wie ich, der Baujahr 67. Und das muss man sich mal angucken. Das ist ein Käfer, der nachträglich zum E-Auto umgerüstet wurde. Was mir immer auffällt, ist, wie wahnsinnig klein die Autos sind von früher. Also das ist mir früher nicht aufgefallen. Ich hatte auch kein Cabrio, aber im Verhältnis zu den heutigen Autos sind die einfach wahnsinnig klein. Und eine kleine Anekdote muss ich an der Stelle loswerden, weil ich hinten sehe, dass man jetzt lädt an der Stelle, wo eigentlich der Scheinwerfer ist. Als ich mit meinem Käfer zum ersten Mal an der Tankstelle gefahren bin, wusste ich nicht, wo man den Tank findet. Weil der Tank ist nämlich vorne, da wo ich dachte, dass da der Motor ist. Der Motor ist ja beim Käfer hinten gewesen. Vorne war ein Kofferraum und dort hat man dieses Auto betankt. Und ich musste reingehen und an der Tankstelle fragen, wo ist denn bitte hier der Tankstutz? Hier ist der Christoph Krachten, bekannt aus YouTube, Funk und Fernsehen. Mit was für einem Auto bist du denn hier? Ja, mit meinem Model S natürlich. Model S. Ein sexy Car-Treffen, also sexy im Sinne von Model S, Model 3, Model X und Model Y. Und ich meine, was ist das für ein Bild? Mehr als 1000 Autos sind es, glaube ich. Ne? Bist ja jetzt auch sehr in diesem Thema engagiert, auch Tesla, Elektromobilität, auch Dinge, die die Welt besser machen und befördern. Da gibt es ja auch schon neue Projekte am Horizont, über die du wahrscheinlich noch nicht sprichst. Ich kann gerne darüber sprechen. Ganz kurz. Also wir haben eine Software entwickelt, die heißt Thanks for Giving. Und es geht darum, dass NGOs, also wohltätige Organisationen, schneller mehr Spenden sammeln können. Cool, also deine Social-Media-Expertise für den guten Zweck, aber natürlich auch, um davon dann zu leben. Ja, ich glaube, so in unserem Alter, da kommt man drauf, dass es doch eigentlich das Erfüllendste ist, wenn man etwas macht, was am Ende, wenn wir die Welt mal verlassen, sie ein bisschen besser gemacht hat und nicht schlechter. Ja. Und ich glaube, das war so für mich der Antrieb. Das ist wirklich ein kleiner Tesla. Das sieht man aber nur, wenn der Oscar daneben steht. Kannst du dich mal kurz daneben stellen? Süß! Und hier habe ich die E.Lisa. Elisa, mit was für einem Auto bist du hergekommen? Mit meinem Tesla Model S, mit meinem Rotkäppchen. Du bist ja nicht nur YouTuberin oder nicht in erster Linie YouTuberin, sondern du hast auch gesagt, du bist beruflich hier. Mhm. Erzähl mal kurz darüber was. Ja, ich bin ja seit gut über einem Jahr selbstständige Beraterin für Elektromobilität. Auch zertifiziert von der DEKRA und berate Unternehmen und Gemeinden und Kommunen beim Umstieg auf Elektromobilität. Also ihr wisst, an wen ihr euch wenden müsst. Elisa, vielen Dank. Ganz genau, danke. Wenn ich jetzt so ein Outdoor-Mensch wäre, das ist perfekt hier umgebaut mit Spüle vorne drin und allem möglichen, Dachzelt. Erinnert mich an Namibia-Urlaube. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es in Namibia gelingen würde, dann auch immer eine Ladestation zu finden in der Wüste. Ansonsten wäre das ziemlich perfekt. Du hast dieses Auto gebaut, das ist Electric Dave. Hi. Kanal wird eingeblendet. Hallo. Jetzt frage ich dich nicht, mit welchem Auto du da bist, weil es ist ja schon deins. Korrekt. Mit diesem Auto, wo warst du da schon überall?
ja, Süditalien, Südfrankreich, Nordkap und ja, überall eigentlich, Schwarze Meer, Konstanza, Rumänien. Cool. Und ja, Holland, klar, ist überall eigentlich Dänemark. Ich hatte gerade die Assoziation, ich war mal in Namibia und da hätte ich so ein Dachzelt gut gebauen können, aber nicht überall, wo man so Offroad ist, hat man dann ja auch die Möglichkeit zu laden, oder? Ist es bei dir immer gut geklappt? Man kann natürlich auch vorher laden und sich dann einen Platz suchen zum Übernachten, weil man verbraucht ja bei Nacht nicht wirklich Strom. Stimmt. Aber bis jetzt hat es mit dem Laden immer gut geklappt. Und das Schöne ist halt, wenn man im Dachzelt schläft und man würde als Wildcamper bezeichnet werden, aber man lädt währenddessen, dann ist man raus aus der Nummer, weil dann sagt man, ich lade und warte, bis mein Auto voll ist. Ne? Cooler Trick. Electric Dave, check den Kanal aus. Hier haben wir den Nico Pliquet. Den kennt ihr natürlich sowieso von YouTube. Und dann, to be fair, habe ich auch schon mal Fußmatten von euch vorgestellt. Mit welchem Auto bist denn du angekommen? Ich bin mit dem Model Y Performance gefahren, mit dem wir auch gerade noch in Rumänien waren. Ich war gerade überlegen, weil ich mit mehreren Autos unterwegs war, aber das war das Auto, mit dem ich hier auf dem Hof gefahren bin. Ja. Obwohl ich bin heute, Laura kam noch ein bisschen später, bin ich noch mit dem Model Y Long Range hier raufgefahren. Was ist dein Lieblingsauto? Model 3 Performance. Professor Volker Quaschning von der HTW Berlin, hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ja, wir waren ja schon auf der Bühne zusammen. Mit was für einem Auto bist denn du da? Als wir das letzte Mal ein Interview gemacht haben, hattest du noch ein Hybridfahrzeug und jetzt? Okay, das ist schon lange her. Also Hybrid geht eigentlich gar nicht. Was geht nicht mehr? Nee, das sind ja die zwei Nachteile von zwei Technologien irgendwie vereinbart. Also das Ding hat mich nur geärgert. Ich habe es ja versucht, nur elektrisch zu fahren. Und dann sagt das mir irgendwie nach einem Monat elektrisch, ja, sie können leider nicht mehr elektrisch fahren, weil das Benzin wird schlecht. Mhm. Und dann musste ich nochmal irgendwie, fahren sie erstmal den Tank leer, bevor man nachladen kann. Das war so, wo ich gesagt habe, das ist keine Technologie, die zukunftsfähig ist. Haben natürlich dann lange gesucht und halt ein Elektroauto gekauft, was halt derzeit auch häufig verkauft ist. Wir haben lange überlegt, das Auto ganz abzuschaffen, aber... Er will nicht sagen, welches. Also sag mal so, eins von denen, die hier am meisten rumstehen und die es auch seit kurzem erst aus Deutschland gibt, richtig? Die gibt es im Kurzen aus Deutschland, wobei mir auch nicht alles gefällt, was diese Firma macht. Deswegen bin ich da so ein bisschen, also ich möchte da nicht Markenträger für das Unternehmen sein. Es ist ein Unternehmen, was viel vorangebracht hat, aber die Teslas in, jetzt können wir es ja drüber reden, du hast ja schon ausgemacht, die Tesla in Grünheide werden mit russischem Erdgas hergestellt. Das ist eine Sache, die eigentlich nicht sein müsste und da müssen wir auch mal den Finger in die Wunde legen. Hier in Berlin haben sie angefangen, mal ein paar Solarmodule aufs Dach zu schrauben. Nur wenn ich so eine Fabrik bauen würde, wäre das Erste, was bei mir drauf wäre, das Solarmodul. Ich hätte ein Konzept, dass ich hier kein fossiles Erdgas aus Russland brauche, um meine Autos zu bauen. Und das hat Tesla einfach halt nicht umgesetzt. Sieht es bei VW besser aus? Auch nicht wirklich, wobei VW denkt zumindest mal auch über eine klimaneutrale Produktion nach. Da passiert aber auch viel mit Zertifikaten. Also insofern, da haben alle Automobilhersteller halt noch Hausaufgaben, weil wenn ich ein Auto kaufe, da hängen normalerweise 15 Tonnen CO2 drin im Elektroauto und ich muss natürlich schauen, dass man diese Autos dann halt auch klimaneutral herstellt. Nur dann ist das Elektroauto langfristig halt wirklich eine Alternative und dann kann man auch sagen, kann man guten gewissen Autos fahren. Also wir haben uns auch schwer getan, überhaupt das Auto zu kaufen, weil der CO2-Rucksack ist halt gigantisch und nur weil das Auto hip ist, ist es halt auch nicht dann perfekt für den Klimaschutz. Soll man Verbrenner verbieten? Ja, sofort. Nein, also man kann ja einfach mal rechnen. 2035 diskutiert die EU und weil die FDP ja in Deutschland mit in der Regierung ist, ist das ja aufgeweicht worden. Deswegen kommt das ja erst irgendwie durch die Hintertür, wahrscheinlich ein bisschen später. Und dann, ja, ein Auto lebt statistisch gesehen 18 Jahre. 2035 plus 18, na, dann sind wir halt in den 50er Jahren. Aber wir wollen in Deutschland eigentlich nicht irgendwie in den 30er oder 40er Jahren klimaneutral werden. Das funktioniert halt nicht, wenn ich so lange Verbrenner verkaufe. Und dann muss man entweder eine ehrliche Antwort haben und dann sagen, okay, Klimaschutz ist uns scheißegal oder irgendwie verschrotten die halt alle nach 3 Jahren oder man muss sie halt verbieten. Und darauf hat die Politik keine Antwort. Und deswegen sage ich einfach, also wenn man keine Antwort hat, dann muss man auch fordern, sie sofort zu verbieten, weil das wäre dann die Konsequenz. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen Übergang. Also Verbot ist ja eh immer so, ne? Ein Verbot reizt. Das ist früher wie in der Kindheit, wenn die Eltern verboten haben, ja, du darfst nicht trinken, du darfst nicht rauchen, dann hast du es heimlich gemacht. Und ich glaube, das würde bei den Verbrennern auch so funktionieren. Und die sind ja nicht auf einmal weg. Ja. Also von daher, ich glaube, es braucht eine Übergangszeit. Verbieten würde ich sie nicht, aber einfach den Nutzern eine Übergangszeit bieten und sagen, in der Zeit darfst du sie noch nutzen, danach bitte nicht mehr. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Das Problem ist, mit allem, was wir nicht machen, das verursacht Tote. Also da sterben Menschen von. In den letzten 30 Jahren sind 20 Millionen Menschen weltweit an der Hitze gestorben. Das ist direkte Folge davon, dass wir Verbrenner fahren. Also von daher müssten wir so
sobald es irgendwie geht, auf alles verzichten. Andererseits gibt es Menschen, die sind davon abhängig. Das geht nicht ohne. Und das ist halt so ein Problem. Es ist immer die Abwägung, was ist es uns wert? Und dann muss man immer sagen, ja, warum denn kein Tempolimit? Das spart erwiesenermaßen eine hohe Menge an CO2 und damit ist, das bedeutet, weil das sind lineare Zusammenhänge, das ist ganz lustig, das bedeutet so und so viel weniger Tote. In allen Ländern um uns herum gibt es ein Tempolimit, das klappt super, ist auch viel angenehmer zu fahren, finde ich. Why not? Da ist ja einer der wenigen Mercedes-Fahrzeuge, die man hier sieht, das gehört keinem Geringeren als Carmaniac. Und ich werde mal versuchen, ob der Chris vielleicht auch ein paar Fragen von mir beantwortet. So, der Chris hat uns jetzt sogar noch die Kamera richtig eingestellt. Hallo, Chris von Carmaniac. Hi. Wohl bekannt. Wieder das kürzeste Sexy Cars Interview der Welt. Mit was für einem Auto bist du gekommen? Mit diesem hier. Kürzeste Antwort der Sexy Cars Welt. Hier, mit dem EQS 580. Okay, Reichweite? Wenn du 150 fährst, Tempomat und natürlich die restlichen Regularien beachtest, 500 Kilometer auf der Autobahn. Das ist ganz ordentlich. Jetzt haben wir gehört, Verbrenner sollen verboten werden, möglichst schnell. Also Volker Quaschning sagt, ab nächstem Jahr am besten. Was würdest du dazu sagen? Finde ich die völlig falsche Strategie. Völlig egal, was wir eigentlich gerne als Message durchsetzen wollen. Man muss gucken, wie kann man es durchsetzen, nicht was will man durchsetzen. Das ist wie irgendwelche Bestrafungen bei Kindern, dass man sagt, das darfst du jetzt nicht und umso interessanter wird es. Das ist die völlig falsche Strategie. Lass die Leute, die machen das schon selber. Wenn sie merken, dass es günstiger ist, dass es irgendwie besser ist, ist es. Mir fehlt aber natürlich auch in mancherlei Hinsicht dann ein bisschen die Emotion. Deswegen habe ich auch tatsächlich noch einen Verbrenner. Ich habe einen Alpine A110S. Und das ist halt ein Leidenschaftsauto, was es in der Elektromobilität nicht gibt. 1000 Kilo, Mittelmotor, hole ich ganz selten raus, einfach mal bei schönem Wetter und fahre einfach 95% meines Alltags mit diesem Auto an die 50.000 Kilometer elektrisch im Jahr und sehe nicht, wo das Problem ist, wenn man parallel noch das bisschen, so macht. Also dieses am besten nächstes Jahr, damit verscheucht man alle Menschen, die vielleicht irgendwie gerade an der Kippe wären und sich dann denken, okay, dieses extreme Denken habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist wie, wenn dir jemand Vegetarier sein aufdrücken will. Ich habe aber selber das versucht, einfach kein Fleisch zu essen, von mir selber aus, ohne dass mich jemand dazu nervt. Freie Menschen mit freiem Willen sozusagen. Ja, und man erreicht damit mehr. Gibt es eine Sache, wo du sagst, das sollte man tun, jetzt angesichts Klimawandel, Energiewende ist dringend nötig, Mobilitätswende ist dringend nötig. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass das würde echt nützen? Hast du eine Idee? Ja, absolut. Also viele denken immer, dass sie ein Elektroauto fahren, haben sie alles getan. Das stimmt aber nicht. Es fängt an vielen anderen Stellen an. Das ist tatsächlich auch so, Wasser laufen lassen. Also ich sage immer meiner Tochter, hör auf, das Wasser so lang laufen zu lassen. Lieber, sage ich mal, in allem 50% mehr, also in die positive Richtung machen, als in einer Richtung alles und dann hier so extremistisch denken und dann aber Kreuzfahrten machen. Also ich zum Beispiel verzichte auch auf Sachen, auf die ich eher verzichten will. Auf ein schönes, geiles Auto kann ich nicht verzichten oder will ich nicht verzichten, aber auf eine Kreuzfahrt kann ich verzichten. Deswegen verzichte ich auf das, worauf ich verzichten kann und jeder hat das. Es gibt Menschen, die können auf ein schönes Auto verzichten, wollen aber auf die Kreuzfahrt nicht verzichten. Dann ist es auch okay. Aber ich werde nicht hingehen und sagen, ei, was bist denn du für ein Mensch, dass du eine Kreuzfahrt machst. Also man muss halt irgendwie versuchen, in den Dingen, wo man Abstriche machen kann, Abstriche zu machen. Nicht 100%, ein bisschen und dann wirkt es in der Symbiose, finde ich. Volker Quaschning hat das aufgebracht, man soll Verbrenner verbieten. Am besten sofort. Wie siehst du das? Es macht schon Sinn, wenn wir irgendwie in die Zukunft gucken, also dass irgendwas gemacht werden muss. Aber realistisch ist es halt nicht. Ne? Also das funktioniert nicht. Das muss irgendwie intrinsisch von den Leuten gewollt sein, am Ende, dass sie Elektroauto fahren. Und das kommt ja, wir sehen ja, wie viele Menschen hier sind, wie viele das schon jetzt geil finden. Und das kommt nach und nach, aber irgendwie von jetzt auf gleich verbieten, das geht nicht. Das ist halt so eine Geschichte, die Politik kann ja beschließen, was sie will. Das Entscheidende ist, was die Menschen machen. Und wirklich, wenn jetzt irgendwie ein Verbrennerverbot irgendwie in zig Jahren stattfindet, die Menschen, die das kapieren, und das kapieren ja immer mehr, die werden halt viel früher den Schalter umlegen. Politik hat leider eine völlig überinterpretierte Macht, weil wir selber haben viel mehr Macht. Das hast du schön gesagt und das sieht man auch hier bei deiner Veranstaltung, bei unserer gemeinsamen, von dir organisierten und ins Leben gerufen. Mitorganisiert. Machst du es wieder? Kann sein. Macht ihr es wieder?
Ja, kann sein. Also wir schauen mal. Also für Leute, die Autos mögen, gibt es hier wirklich jede Menge zu sehen. Man muss sagen, Tesla jetzt gefühlt 60-70%, würde ich sagen, sind Tesla. Model Y ist deutlich vorhanden. Model 3 ist wahrscheinlich das meiste Auto hier. Aber es gibt auch den Ioniq 5, habe ich gesehen. Es gibt Renaults, es gibt Volkswagen, E-Golf habe ich gesehen. Skoda natürlich, Enyaq, aber auch ältere, kleinere. Es gibt einfach eine schöne Auswahl, eigentlich so eine Art Leistungsschau der deutschen Elektromobilität gab es hier. Also wenn es sowas nochmal geben sollte, würde ich euch empfehlen, Interesse halber, kommt vorbei. Tolle Veranstaltung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, euch informiert, vielleicht auch aufgeregt, dann ist es auch gut. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Diesel Dad.